Ich habe Spinnenhaare in die Augen bekommen und Junge, war das heftig. Ich zeig dir mal, was passiert ist. Das alles geschah mit einer neuen Spinne, die ich mir zugelegt habe. Meine Spinnensammlung wächst immer weiter. Ich habe schon so einige interessante Arten in meinem Repertoire. Das hier ist eine Tigervogelspinne oder auch Ornamentvogelspinne genannt, die vielleicht giftigste Vogelspinne der Welt. Es ist erstaunlich, wie sich ihr Regenwaldterrarium im Laufe der Monate verändert hat. So hat es ganz am Anfang ausgesehen. Und hier haben wir junge Kraushaarvogelspinnen, die vielleicht haarigsten Spinnen der Welt. Und das hier ist das Prachtexemplar, das ich mir vor kurzem zugelegt habe. Eine Rotknievogelspinne, eine sehr ruhige und friedliche Spinne. Meistens, nicht immer. Es wird immer gerne mal behauptet, dass diese Vogelspinnen vollkommen harmlos sind und dass sie sich sehr gut für Anfänger eignen. Und das stimmt in der Hinsicht, dass die Spinne gutmütig und nicht aggressiv ist. Außerdem ist sie nicht sonderlich anspruchsvoll in der Haltung. Der Biss einer solchen Spinne ist ziemlich schmerzhaft, weil sie große und kräftige Giftklauen hat. Aber ihr Gift richtet normalerweise beim Menschen nicht mehr Schaden an als das Gift einer Wespe oder einer Biene. Allerdings haben diese Vogelspinnen noch eine andere Waffe im Gepäck. Und zwar ihre Haare. Vielleicht fragst du dich, wie zum Teufel Haare als Waffe eingesetzt werden können. Nun, das sind keine normalen Haare. Das sind Brennhaare. Diese Haare sind mit mikroskopisch kleinen Widerhaken übersät. Und die können sehr unangenehm werden. Hier richte ich gerade das Terrarium der Spinne ein. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass ich in wenigen Minuten am eigenen Leib erfahren werde, was es bedeutet, Bekanntschaft mit ihren Haaren zu machen. Ich habe versucht, den natürlichen Lebensraum der Spinne im Terrarium nachzubauen. Weil sie ein Bodenbewohner ist und häufig gräbt, braucht sie viel Erde. Für Bodenbewohner richte ich gerne noch eine kleine künstliche Höhle ein. Meistens gehen die Spinnen dann dort hinein und graben die Höhle weiter aus, bis sie ungefähr ihren Vorstellungen entspricht. Eine Wasserschale darf in keinem Spinnenterrarium fehlen. Theoretisch wäre das Terrarium jetzt schon fertig, aber für eine bessere Optik wollte ich noch ein bisschen Grünzeug und ein paar Blätter reinmachen, damit das alles ein bisschen natürlicher aussieht, wenn ich dann nachher Videos von der Spinne mache und so weiter. Jetzt wird es Zeit, die Spinne einzuquartieren und das ist immer mein Lieblingspart. Schauen wir mal, ob mir die Spinne freundlich gesinnt ist. Tatsächlich, wie schon erwähnt, diese Art ist relativ ruhig. Die Spinne bezieht also ihr Terrarium, läuft im Terrarium herum, alles cool. Als ich aber das Gefäß reinigen wollte, wo die Spinne vorher drinnen war, habe ich nicht bemerkt, dass auch dort ein paar ihrer Brennhaare drinnen waren. Die Spinnen streifen sich manchmal spontan Haare ab oder sie verlieren sie auch einfach so, wenn sie sich längere Zeit an einem Ort aufhalten. Als ich das Gefäß reinigte, flogen einige dieser Haare durch die Luft und durch einen sehr dummen Zufall sind nur einige ganz wenige Haare in mein Auge geflogen. Und ich als jemand, der viel mit Spinnen arbeitet, hätte das eigentlich wissen müssen und das war ein sehr dummer Fehler. Ja, ich gebe es zu, ich habe einen Fehler gemacht, okay? Ja, ist so. Aber wisst ihr was, es kommt im Leben nicht darauf an, nie einen Fehler zu machen. Vielmehr ist es wichtig, dass man in seinem Leben aus den Fehlern, die man gemacht hat, lernt, damit man sie kein zweites Mal macht. Und Junge, ich habe was daraus gelernt. Ich werde zukünftig, wenn ich mit solchen Spinnen arbeite, sehr viel vorsichtiger sein. Ich werde eine Schutzbrille tragen und ich werde ihre Terrarien draußen an der frischen Luft reinigen. Und es ist mir jetzt vollkommen egal, was einige der Spinnen-Community da draußen sagen und ob sie jetzt daherkommen und sagen, oh, das ist aber vollkommen übertrieben, sowas ist doch nicht notwendig und hin und her. Naja, du willst keine fucking Brennhaare in die Augen bekommen, okay? Und ich werde dir noch jetzt erklären, was da alles passieren kann und mir passiert ist. Bereits auf der normalen Haut können diese Haare Juckreiz und brennenden Ausschlag verursachen. Aber in den Augen ist es nochmal ganz was anderes. Am Anfang hat es sich nur so angefühlt, als ob irgendetwas in meinem Auge war. Aber schon nach wenigen Sekunden hat es angefangen, extrem zu brennen. Es war wahnsinnig unangenehm, glaub mir.
In einer solchen Situation solltest du auf keinen Fall versuchen, dir die Augen zu reiben oder so. Wähle stattdessen den Notruf und lass dich sofort zu einem Augenarzt verweisen. Der Augenarzt wird dann mit einer winzig kleinen Pinzette diese Härchen aus deinen Augen herausholen können. Vielleicht, nicht sicher. Ich hatte irgendwie das Glück, dass diese Haare dann trotzdem durch den Tränenfluss oder was auch immer aus meinem Auge rausgekommen sind nach kurzer Zeit. 3 Tage später war mein Auge immer noch entzündet und hat höllisch wehgetan. Und das ist alles noch relativ gut ausgegangen. Sowas kann auch mehrere Wochen bis sogar Monate lang anhalten. Also pass auf, wenn du mit solchen harmlosen Vogelspinnen arbeitest. Auch wenn das Gift der Spinnen nicht wirklich gefährlich ist. Anders ist es hingegen bei dieser Spinne. Sie und noch einige andere exotische Arten können mit dem Güterverkehr nach Europa gelangen und plötzlich im Supermarkt auftauchen. Und sie sind sehr giftig. Wenn du wissen willst, was das für Spinnen sind und wie gefährlich sie sind, schau dir gerne das Video an, das ich dir hier im Abspann vorschlage. Bis dann!